In Fessenheim, so heißt der Ort, lebt man in stillem Frieden, hat doch die atomare Sonne mit goldenem Glanz beschieden. Oft hat unser Eins gehört, dass das Kraftwerk sei gestört. Atomstrahlen sind entfleucht, haben die Arbeiter verseucht. Lose Schrauben, leere Rohre, Filter alt. Und der kleine Haris wächst zu einem Spalt. Stoppt Fessenheim, die Nuklearzentrale, die atomare Zeitbombe im Oberrheinschen Tale. Stoppt Fessenheim, das Sonnenkrall nukleäre, bevor sie unser Leben stoppt, was jammerschade wäre. Was wird eines Tages sein, wenn sein Bett verlässt der Rhein, wenn er alles überschwemmt, den Reaktorblock enthemmt? Oder wenn der Hochboden wie in Basel liegt, dann gibt's niemand, der am Ende überlebt. Stoppt Fessenheim, die Nuklearzentrale, die atomare Zeitbombe im Oberrheinschen Tale. Stoppt Fessenheim, lass uns mal die Lehre, bevor sie unser Leben stoppt, was jammer schade. Ziehen wir viel Strom aus dem Kraftwerk mit Atom. Doch das kann sich bald nichts ändern bei den Leuten in Dreiecksländern. Denn von einem auf den allernächsten Tag kündigen wir unseren alten Stromvertrag. Stopp, Fessenheim, die Nuklearzentrale, die atomare Zeitbombe im Oberrheinschen Tale. Stopp, Fessenheim, das Sonnenbrandklärung, bevor sie unser Leben stoppt, was jammer schade wäre. Also man sieht, die Elsässer wissen, wie man feiert. Und das lassen wir uns dann nachher gut schmecken. Dankeschön. Also wenn man bei Wind und Wetter hier immer draußen steht, dann finde ich, dann hat man das doch schwer verdient. Ja, dann wollte ich noch sagen, wir haben also auch einiges vorbereitet jetzt für die Zukunft. Nicht nur hier diese kleine Karte, die Aktion läuft ja schon eine ganze Weile, viele von Ihnen kennen die sicherlich auch schon. Ich habe davon auch noch welche mitgebracht, falls also noch jemand eine oder mehrere haben möchte, können Sie die da hinten bei mir abholen oder gleich unterschreiben und abgeben. Was wichtig ist zu wissen, man kann die in Frankreich in den Postkasten werfen, ohne da nochmal eine Briefmarke drauf zu kleben. Das ist also so schon frankiert. Die zweite Sache, wir haben am 7. März vorgesehen, eine große Demo zu machen in Straßburg, und leider ist es so, dass in Frankreich die Bürger noch nicht so ganz so schnell auf die Straße gehen hier zur Schließung des Atomkraftwerks in Fessenheim, und deswegen bitten wir ganz dringend um Ihre Unterstützung. Also am liebsten würde ich sagen, jeder, der hier im Saal ist, kommt und bringt noch 10 Freunde, Nachbarn, Schwiegermutter oder wen auch immer mit, damit wir einfach ein bisschen zahlreicher sind auf der Straße, denn also für die Deutschen scheint das irgendwie selbstverständlicher zu sein als für die Franzosen, aber das wird sich ja vielleicht noch ändern. Und die dritte Sache ist, wir werden also zum Anfang März auch eine Petition noch ins Netz stellen. Daran arbeiten wir im Moment noch. Und ich möchte Sie bitten, wer also hier einer Partei angehört oder einem Verein oder auch sich als Privatmensch dazu bewegt fühlt, das seinen Freunden weiterzuleiten per E-Mail,
mir einfach seine Mailadresse dazulassen. Ich werde also gleich mich da hinten hinstellen und einen Zettel bereithalten, damit Sie mir das aufschreiben können, damit ich das einfach oder wir das einfach so weit wie möglich verteilen können und wir so viele Unterschriften wie möglich bekommen. Atomenergie ist doch viel zu gefährlich. Da bräuchte nur ein Flieger, drauf kein Warte. Dann ist alles verseucht, Luft, Wasser und Erde. Nein, mag sein zu dem gefährlichen Spiel. Ein Tschernobyl ist schon eins zu viel. Nein, mag sein und wir blieben dabei. Nein, nein, nein zu der Atomenergie. Alle! Nein, es mag sein, und wir blieben dabei. Nein, 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 zu der Atomenergie. Ja, 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 zu der Solarenergie.